Es ist kurz nach 11 Uhr, Zeit für ein, ich sag mal, Gespräch. Thema heute: Revolution kommt selten aus den Palästen, auch wenn es manchmal die ein oder andere Palastrevolte gibt. Über den Niedergang des Personalmanagers. Gast heute Heiko Fischer, Gründer und CEO von Resourceful Humans in Berlin. Heiko, es gab ja eine kleine Disputation auf Facebook zu einem Namensartikel, der erschienen ist im Harvard Business Manager, ich glaube im September des vergangenen Jahres. Der ist aber jetzt erst irgendwie online veröffentlicht worden von Ram Charan, den ich gar nicht vorher kannte. Also der schimpft sich irgendwie Berater und Redner, und der provozierte ja so die Personalmanager-Szene mit seiner These und Tschüss HR. Die meisten Personalchefs liefern Vorstandschefs keinen wenig Mehrwert. Zeit, die Personalabteilung aufzulösen und die Arbeit neu zu organisieren. Das ist jetzt nochmal nur schlaglichtartig dargestellt, aber vielleicht, Heiko, stellst du einfach mal nochmal seine Thesen vor, warum er das fordert. Im Endeffekt, was er ja dann sagt, ist, er sagt, es gibt eine alte HR, die die Administration gemacht hat, und es muss eine neue geben, die sich wirklich am Business orientiert, und dass wir das mit den bisherigen HR-Konzepten null hinbekommen haben. Und sehr ähnlich der These, die wir aufstellen, sagt er, wenn er immer in die Geisteshaltung reingeht, ihr werdet so wenig gewertschätzt, ihr könnt euch am besten eigentlich auflösen, und ohne HR wird es besser laufen als mit, was würden dann dabei rauskommen? Ja? Er schreibt aber auch, man solle, und da ist mir so ein bisschen übel geworden, Menschen und Zahlen verbinden, um Stärken und Schwächen zu identifizieren. Das ist ja auch alte Management-Denke, kennzahlenorientiert. Und wenn er dann noch fordert, HR, Leadership und Organization, also so wie er es da beschrieben hat, an eine operative Abteilung anzugliedern oder die Finanzabteilung, das kann es ja dann auch nicht sein, oder? Ja, ich glaube, wie gesagt, also das war ja auch die Facebook-Diskussion, dass da mit sehr viel plakativen Schlagworten in der Gegend rumgefeuert wird und eine fundamentale Sache vergessen wird, nämlich mit welcher Geisteshaltung geht man da eigentlich rein. Ja, also wenn man das jetzt in der klassischen dysfunktionalen kapitalistischen Welt anbringt, dann haben wir hinterher ein größeres Chaos als vorher. Die Frage ist ja, ob die Messbarkeit uns nicht nachher auch ein größeres Grad an Freiheit geben kann, wenn man mit einem gesunden Menschenbild reingeht. Ja. Wenn man aber jetzt sagt, mit dem momentan, es geht alles um die Bottomline, um den Profit reingeht und diese Logik anbringt, dann wird es schlimmer als vorher. Also das ist ja, glaube ich, gerade der Punkt. Also wenn ich mir anschaue, welche Führungskräfte in den Top-Etagen da noch den Ton angeben, in den meisten Konzernen und deutschen Unternehmen, und wenn ich mir anschaue, was für MBAs von den Hochschulen runterkommen, dann ist es ja immer noch so alte Prozessdenke. Selbst die jungen Führungsleute kommen immer noch mit so einem verkrusteten behavioristischen Modell oder so eine Stimulus-Response-Blackbox ist immer noch, sag mal, die Grundlage auch fürs Personalmanagement. Also das sieht man ja an diesen bescheuerten Jahresgesprächen, Zielvereinbarungen und sonstigen Incentive-Systemen. Haben wir nicht auch eine veraltete Management-Lehre? Liegt das Problem nicht viel tiefer? Ja, und ich glaube, deswegen hast du ja jetzt auch eigentlich eine andere Diskussion, die, wenn du jetzt dieses Beispiel anschaust, was wir vorher auch diskutiert hatten mit Haufe zum Beispiel, ja, die sagen, wir müssen eigentlich grundlegend an das unternehmerische Betriebssystem ran, und dadurch muss man eigentlich entweder die HR verändern oder die HR kann einem mit Keimzelle für die Veränderung sein. Aber worum es eigentlich geht, ist, dass wir uns erstmal auf dem C-Level klar werden, was ist Sinn und Zweck unserer Unternehmung. Und wenn du da mit Leuten redest, wie von DM oder Alnatura, die so ein humanistisches Menschenbild dahinter haben, die können fast nicht diskutieren mit ihren Peers von anderen Organisationen, weil die sagen, ja, was weiß ich, du willst das Geschäft herrschen, das nimmt sich runter nachher auf eine Zahl, und der CEO von Alnatura sagt, nee, das ist bei uns ganz anders, also wir geben eigentlich die Macht in die Filialen rein, weil wir denken, dass mit motivierten, gesunden Mitarbeitern, die autark arbeiten können, wir den Markt dominieren werden. Aber wir spannen den Esel nicht hinter den Karren, sondern vor den Karren und lassen es die Mitarbeiter selber entscheiden, wie wir das tun. Ja? Aber diese Diskussion, wie du richtig sagst, muss erstmal auf dem C-Level geführt werden. Wie wollen wir eigentlich grundlegend die Logik unserer Firma auslegen? C-Level ist was?
Die Geschäftsführung, der oberste. Also die Geschäftsführung. So, es könnte ja auch A-Level sein oder so. das ist ja so der Punkt. Also es gibt ein schönes Interview mit dem Gunter Dück in so einer Sonderausgabe vom Harvard Business Manager. Das ist ja Anfang des Jahres erschienen über Leadership, und da sagt er, die Dummheit in den Unternehmen ist systemimmanent. Und da beschreibt er halt gerade auch so diese bescheuerten Incentive-Modelle, dass es eben nicht um die Förderung von Innovation und Kreativität geht oder einer richtig guten Personalführung, sondern irgendwelche Kennzahlen am Ende des Tages zu erfüllen, die Lieblingsformulierung von Führungskräften. Was wird denn falsch gemacht in traditionellen Unternehmen? Ja, ich glaube, es kommt da die Frage, wo die Kennzahl herkommt. Ja, also wenn die Kennzahl von oben runtergebrochen wird, von wir wollen dieses Jahr 25% wachsen, und das müssen wir jetzt mal runterbrechen, auf wie viel Druck müssen wir jedem Level machen, damit wir das erreichen, damit wir irgendwelchen Analysten gerecht werden, dann ist es die Logik, die momentan dysfunktional ist. Ja, weil nehmen wir mal so eine Firma, eine große erfolgreiche Firma, die 25% Wachstum vorhergesehen hat und dann nur 20% wächst, und dann kriegen die auf den Deckel her, die sind 20% gewachsen. Ja, also das ist ja nicht schlecht. Wenn man das aber andersrum treten sagt, wir nehmen Kennzahlen, die die Mitarbeiter selber mitformuliert haben, und sagen, was bin ich denn dieses Jahr, dieses Quartal oder die nächsten zwei Wochen fähig zu leisten, und zu was committe ich mich selbstständig als mündiger Mitarbeiter, und nehme das als Aggregat für, wie können wir dieses Jahr wachsen, wenn wir alle uns auf diese Commitments beziehen. Ja, dann hast du immer noch Kennzahlen, aber es ist eine ganz andere Logik, wie diese Kennzahlen zustande gekommen sind. Und da haben, glaube ich, noch die wenigsten Geschäftsführer Vertrauen, dass wenn die Mitarbeiter selber in dieses Geschäftsführen reinkommen, in dieses Mitunternehmertum, dass es funktionieren kann. Der Dück sagte ja noch, die notwendige Aufbruchstimmung und Exzellenz, die man jetzt eigentlich benötigt in Unternehmensorganisationen für die Bewältigung auch der technologischen Transformationen oder der digitalen Transformation, die ja alle Geschäftsbereiche betrifft mittlerweile in Unternehmen, die könne man nicht über Listen verwalten und in Tabellen organisieren. Da braucht man, oder gar aus Vergangenheitsdaten extrahieren, da braucht man einen anderen Geist, um Freude, Leidenschaft und Erfüllung zu implementieren. Wie schafft man das denn? Also wie würdest du jetzt das mal als Berater rangehen? Naja, also das ist, man muss auch noch da nochmal differenzieren. Ja. Das ist so ein bisschen wie so eine 68er-Revolution. Ja. Nicht alles, was vorher war, war schlecht. Aber man braucht erstmal einen gewissen Anstoß, deswegen nur der Titel Palastrevolution, um das Ganze umzukrempeln. Ja. Und ich denke, du fängst eben genau da an. Du kannst natürlich Muster herleiten und sagen, wir liefen in der Vergangenheit. Das heißt nicht zwangsläufig, dass es so in der Zukunft weiterlaufen muss, besonders wenn du die Firma mit einer anderen Logik organisierst. Aber wo würdest du anfangen? Eigentlich fängst du wieder ganz oben an. Ja. Du gehst nämlich an den Geschäftsführer ran und sagst, pass mal auf, ich habe hier eine Alternative, wie deine Firma laufen kann. Dafür musst du aber erstmal investieren in die Weiterentwicklung deiner Führungskräfte, weil die müssen das vorleben. Und das bedeutet ein größeres Maß an Selbstvertrauen, weil die Organisation sich erstmal mit sich selber beschäftigt oder auch Energie gebunden werden. Kannst du damit leben, dass deine Organisation mal für eine gewisse Weile flat bleibt in ihrem Wachstum oder vielleicht sogar einen kleinen Rückschritt macht, um dann einen Entwicklungsschritt nach vorne zu machen? Also es ist so ein bisschen die Frage, willst du mit deiner Firma durch die Pubertät gehen? Wenn ja, dann lernst du eigentlich die Mitarbeiter, die Eigenständigkeit zu leben, aber das passiert nicht von heute auf morgen, und dafür kracht es auch im Gebälk. Das war bei uns allen so. Ne? Hm. Bräuchte man da vielleicht auch neue Persönlichkeiten im Top-Management und auch im Personalmanagement, die eben nicht diese Stoffbulimie an den Tag legen wie an den MBA-Schulen, also Stoff reinschaufeln und wieder auskotzen, und so ein mechanistisches Menschenbild dann an den Tag legen? Also ich habe das auch persönlich kennengelernt an der Elite-Hochschule hier in Koblenz, diese komische Otto-Beisheim-Schmiede. Das sind Management-Lemuren. Das sind irgendwelche Soldaten, die irgendwelche Dinge erfüllen und irgendwie brav daherkommen. Die waren alle brav. Aber Bravheit ist vielleicht das Falsche. Ja, aber ich finde es ganz interessant. Also wir erleben das ja jetzt auch, dass wir mit vielen CEOs zusammenarbeiten, die sagen, ich bin irgendwann auf dem Hügel ganz oben angekommen mit genau der Denke, die du gerade beschrieben hast. Und dann da oben habe ich gemerkt, A, stehe ich allein und B, ist ziemlich leer hier oben. Ja, also diese Sinnhaftigkeit hat gefehlt, und dann warst du im Krieg und hast ihn gewonnen
Und dann geht es eigentlich nur noch darum, wie bleibe ich oben auf dem Hügel oder ich schaue nach links und nach rechts und sage, worum geht es eigentlich wirklich? Ja? Und dann suchen die nach einer gewissen Sinnhaftigkeit, die sie dann aber gegebenenfalls in der Firma auch gar nicht mehr erreichen können, weil sie da mit einer anderen Logik hochgekommen sind oder auch die Gruppe, in der sie sind, gar nicht nach der Logik arbeitet. Ja? Also du hast schon diese Reflexion, meistens kommt sie auch mit gewissen Lebensstagen bei den Menschen an, wo sie merken, das bringt mich jetzt nicht weiter, der dritte Ferrari, was mache ich jetzt? Ja? Und da fehlen uns, glaube ich, momentan eben die konkreten Alternativen, was wir diesen Führungskräften auch anbieten können, zu sagen, um diese Sinnhaftigkeit in die Wirtschaft reinzubringen und damit du sie als Führungskraft auch in Organisationen verantwortungsvoll umsetzen kannst, wie geht denn das? Ja? Weil das geht dann eben nicht nur mit plakativen, ja, lass doch alle Mitarbeiter mal frei laufen, sondern da muss auch eine Logik dahinter stehen. Klar, also irgendwie ein Organisationsmanagement muss man ja aufsetzen. Wäre es vielleicht ganz gut, dass man weniger Juristen und MBOs, Gichtlinge einstellt ins Personal, in die Personalabteilung, sondern vielleicht mehr Quereinsteiger, Theologen, Psychologen, Philosophen oder welche mit einem gebrochenen Lebenslauf? Ja, ich meine, da haben wir jetzt schon ganz viele kaputte im HR, ja, nehme ich mich da nicht aus. Also ich glaube, das hat er ja auch so plakativ in diesem Tschüss-HR-Artikel gesagt, dass die Leute, die in die HR reinkommen, meistens nicht die Besten sind für die HR. Dein Ton ist jetzt übrigens weg. Oh. Also der ist, du bist kaum noch zu hören. Echt? Aber ich habe nichts verändert. Ja, bist vielleicht mit dem, du hast das, du hältst das wahrscheinlich in der Hand, ne? Oder was? Ah, okay. Nein, ich bin nicht cool. Soll ich lauter reden? Ja, red einfach lauter. Okay. Also der hat ja in seinem Harvard Business Review auch gesagt, dass eigentlich die im HR, die keine Leiter hochgegangen sind, null sind und dass es immer von externen kommen muss, damit es was Gescheites wird. Ich glaube nicht, dass das zwangsläufig so ist, aber ich glaube, wie du eben auch gesagt hast, du brauchst eine gewisse Breite in deinem Lebenslauf, damit du die HR, die Themen überhaupt aus anderen Blickwinkeln sehen kannst, ja? Weil sonst bist du zu sehr Fachidiot und kommst eben zu sehr aus Psychologie oder zu sehr aus Organisation, wobei der Auftrag der HR ja ein wesentlich ganzheitlicherer ist, nämlich Betriebswirtschaft und Menschlichkeit irgendwie zusammenzuführen und den Rahmen dafür zu finden. Und da hat er schon recht, ja. Aber ich glaube, dass wir da eher in das Curriculum der HRler investieren sollten, als zu sagen, dass alle, die im HR groß geworden sind, Vollidioten sind. Ja, vor allen Dingen hat ja dieser Berater, der ja auch nur ja irgendwie Buchschreiber und Redner ist, so viel operative Kompetenz hat er, bringt er ja auch nicht mit, der sagt dann ja, man muss mehr operative Kompetenz haben. Also der Vorstandschef braucht einen Sparringspartner auf Augenhöhe, um beispielsweise den Mehrwert zu steigern fürs Unternehmen. Und ja, da kriege ich schon wieder Bauchschmerzen. Also wenn einer das so sagt, also wenn ich dann wieder so einen Juristen oder so einen Allglatten dann in der Personalabteilung habe oder so eine Lady, die nur im Nasenstreifen-Kostüm rumläuft, bringt es, sag mal, der Mitarbeiterentfaltung gar nichts. Ja, und also wie gesagt, ich glaube, jeder, der anfängt mit ich muss, das ist meistens kein guter Anfang, ja, ja. Oder du musst. Also der beste Typ, den wir da kennengelernt haben, ist wirklich der ehemalige Personalvorstand von Semco, dieser brasilianischen Firma, die Pionier in der ganzen Sache mit Unternehmensdemokratie war. Den Typ hast du echt nur mit der Brechstange dazu bekommen, seine Geschichte zu erzählen, weil er gesagt hat, um Gottes Willen, ich möchte nicht als Prototyp oder Vorbild für andere gelten. Wir haben das halt so gemacht, das hat bei uns funktioniert. Der ist mit einer totalen Demut an die Sache rangegangen und der hätte echt ein Buch schreiben können, ja, im Gegensatz zu dem, der noch nie operativ verantwortlich war und in den Schuhen gelaufen ist und sagt, was andere tun müssen. Und der Chris, der von Semco, der kommt ursprünglich aus der Erwachsenenbildung. Also es war ein Universitätsprofessor, der dann aber auch seine Sporen wirklich in den Grabenkämpfen von operativen Themen bei Ford und was er sich für großen Firmen gelehrt hat und gesagt hat, die Logik ist scheiße, wir müssen das irgendwie anders machen und hat dann dafür den richtigen CEO gefunden. Aber jeder, der sagt, so muss es sein, ja, ja, ist von vornherein kein guter Berater, ja. Ja, vor allen Dingen sind ja auch, sagen wir mal, die Unternehmen haben ja sehr, sehr unterschiedliche Kulturen. Also wenn ich mir vorstelle, dass ein inhabergeführtes Unternehmen ja so eher von einem klassischen Patron geführt wird oder geführt wurde und das über Jahrzehnte gut gelaufen ist, spricht ja jetzt nichts dagegen, dass das in den nächsten 20 Jahren auch noch gut laufen wird. Also
ich weiß das nicht, also da gibt es wahrscheinlich auch kein Patentrezept, oder? Naja, ich meine, man muss sich die Wirtschaft anschauen, ja, wie viele, also das war ganz interessant, da hat uns einen Vortrag gehalten darüber, es gibt doch dieses tolle Buch From Good to Great, ja, das ist so eine Bibel für viele Manager, also wie die tollsten Firmen der letzten 100 Jahre gemanagt haben, damit sie so erfolgreich waren. Das Problem ist nur, was er vernachlässigt ist, dass mit der sich extrem verändernden Welt, die von diesen Good to Great Unternehmen, die letzten 100 Jahre erfolgreich waren, in den letzten 10 Jahren viele davon hops gegangen sind, ja, weil mit der neuen Logik und der Geschwindigkeit der sozialen Vernetzung überhaupt nicht mehr klargekommen sind. Also das ist wieder bei dem Thema, ist ja gut, Muster raus zu distillieren, aber du kannst dich nicht darauf verlassen, dass diese Muster auch in Zukunft halten. Also was du eigentlich brauchst, ist eine Grundlogik zu sagen, wie wollen wir mit Leuten arbeiten und wie wollen wir die Leute einbeziehen und wie wollen wir uns Veränderungen stellen und nicht immer dieses klassische Best Practice, wie macht's Google, wir müssen es jetzt machen wie Google. Ja, dahinter steckt doch auch eine Kontrollillusion oder dieses blöde Benchmark-Denken. Also mein Nachbar hat einen Mercedes, weil er jeden Morgen seine Blumen gießt. Also gieße ich auch die Blumen und bekomme dann auch einen Mercedes. Jetzt mal simpel dargestellt. Aber dieses Benchmark-Denken führt ja auch teilweise in die Irre und natürlich dann in den Rückspiegel zu gucken und zu schauen, welche Unternehmen in den letzten 100 Jahren erfolgreich waren und vielleicht die letzten 10 Jahre ein bisschen auszublenden. Das kann natürlich auch gefährlich sein. Ja, absolut. Also, weißt du, du hast auf beiden Seiten die Extremen. Du hast eben die, die jetzt für die neue Arbeit auf die Kacke hauen und sagen, wir müssen jetzt mal ein tolles Beispiel rausziehen. Und dann hast du die eben, die sagen, weißt du, wenn wir immer nur unsere Kunden gefragt hätten nach den Mustern, dann würden wir heute nur bessere Kutschen bauen oder sowas. Wobei, wenn du dann da reinschaust und sagst, die Jungs, die von Kutschen auf Autos umgestellt hätten, die hätten sofort vollkommen den Market Share verloren, weil die Geschwindigkeit, die Kunden waren noch nicht bereit dafür und die Infrastruktur. Ja, also, es ist beides. Du musst lernen, in der Firma gewisse Dinge zu bewahren und gewisse Dinge weiterzuentwickeln. Und das ist, glaube ich, da, wo die Krux liegt, dass die meisten Firmen eben ganz logisch in dem Businessmodell, was sie gefunden haben, dann auf Exzellenz sich trimmen und das wieder aufs Management übertragen und sagen, so wie wir die Produktion jetzt machen, Verdrängungswettbewerb und Margenkontrolle und sowas, so müssen wir jetzt auch managen und dann vernachlässigen, wie müssen wir uns eigentlich erneuern können, um nach der Kutsche auch noch das Auto erfinden zu können. Das macht momentan eigentlich das nächste Startup, aber die wenigsten Firmen von innen heraus. Aber welche, sag mal, grundlegende Eigenschaft muss man trotzdem mitbringen? Nicht jetzt, sag mal, als Patentrezept, sondern eher, sag mal, als Geisteshaltung. Eine Geisteshaltung kann ja dann auch in die eine oder andere Richtung gehen, in der Konsequenz, in der Ableitung. Aber dass man eine gewisse Disposition mitbringt, wie man, sag mal, den technologischen Wandel bewältigt, dass man vielleicht mehr Demut an den Tag legt, für die Nicht-Steuerbarkeit von Dingen, die ablaufen, dass das also immer weniger steuerbar wird, dass vieles unübersichtlicher wird, eben auch getrieben durch die Digitalisierung. Also welche Disposition sollte, sag mal, ein Personalmanager mitbringen? Du, ich glaube, da geht es weniger um den Personalmanager. Ich glaube, das kannst du von dem Personalmanager genauso auf den CEO und auf die Führungskräfte umlegen. Wenn du dir die Firmen anschaust, die es geschafft haben, ihre Logiken zu ändern, dann hast du immer einen CEO gehabt, der A, mit einer ganz klaren Vision nach vorne gegangen ist, die für ihn selbst Sicherheit war. Weißt du, es war nicht mehr die Kontrolle über die Zahlen, sondern ein Jobs konnte halt auch sagen, ich weiß genau, wo ich mit meinen Produkten hin will, im Zweifel scheiße ich drauf, was der Markt sagt und was mein Aktienwert ist. Das wird sich richten, wenn wir die Marktforschung, auf die hat er auch geschissen. Ja, der auch gesagt hat, und meine Kunden sagen mir nicht, was ich bauen soll, weil die haben noch gar nicht gesehen, was ich mir erträumt habe. Das werden die schon wollen, wenn ich es ihnen gebaut habe. Ja, und genauso hat der Semmler gesagt, die Strategie der Organisation Semco, die wird sich schon ergeben, wenn wir diesem demokratischen Modell folgen. Alles Gute kommt danach und das ist nichts Neues. Das hat Bill Hewlett und Dave Packard haben das vor 90 Jahren schon gesagt, die gesagt haben, wenn wir mit Menschlichkeit an die Sache rangehen und Verantwortung auf den niedrigstmöglichen Level bringen, dann werden hier gute Dinge passieren in der Forschung und Entwicklung. Fertig. Ja, also, und dann hast du natürlich Mechaniken zu sagen und mindestens 25% von unserem, was wir reinbekommen an Kohle, geht auch wieder in die Forschung und Entwicklung rein. Also da müssen schon Rahmenbedingungen sein. Aber was du jetzt gefragt hast, ist die klare Vision und die Demut zu sagen, ich stelle mir Leute ein, die im Zweifel cleverer sind als ich und mich hart kritisieren, weil die uns nach vorne bringen. Mhm. Und da hast du momentan viele Personalleiter und auch CEOs, die A, keine klare Vision haben und auch nicht diese Selbstsicherheit zu sagen, ich schaue Leute um mich rum, die mir richtig Flack geben, weil uns das nach vorne bringt. Also die einem auch mal in den Rücken treten. Ja, und du auch Nein sagen und du dich an das Nein halten musst. Also die schwierigste Lektion für mich als Personalleiter
im vorherigen Leben war, dass ich mir ein super Team zusammengestellt habe und ich dann nicht damit gerechnet habe, dass das Team auch mal gegen mich aufbegehrt und sagt, ey, wir haben mal miteinander geredet und was du da erzählt hast, war Schrott und das machen wir nicht. Weil du bist natürlich demokratisch zu dem Punkt, wo es dich dann irgendwie selber betrifft, und sagt, Moment, ja, also wie mir Nein sagen, ich bin hier der Chef. Ja, und dann haben die gesagt, Moment, das ist aber nicht die Logik, die du uns erklärt hast. Und dann den Lernerfolg für sich selbst zu haben, zu sagen, okay, ich muss jetzt mein Team machen lassen, weil sonst sind wir uns nicht treu, das ist schwierig, weil du die Kontrolle aufgibst und nicht nur drüber ein Buch schreibst. Ne? Klar. Letzte Chance, noch ein Statement loszulassen. Ich recherchiere das ja für meine Mittwochskolumne für das Debattenmagazin The European in der nächsten Woche. Letztes Statement. Kill HR, es kommt was Besseres bei raus. Was bitte? Kill HR, es kommt dann was Besseres bei raus. Sehr schön. Ja, das war das kurze Gespräch, so als kleiner Ideentanker für das, was ich dann in der nächsten Woche schreibe. Wer von euch dann noch zu dem Thema was beitragen will, Redaktionsschluss sozusagen, sage ich mal, ist der Montagabend. Dienstag muss ich immer schreiben, bis 18 Uhr muss ich abliefern. Da muss ich auch noch ein bisschen recherchieren und lesen. Also es wäre ganz nett, wenn ihr noch eure Position darstellen wollt bis Montagabend, aber wirklich schön knackige Statements und nicht irgendwelche langen Nacherzählungen. Das ist eine Kolumne und nicht irgendwie ein Buch, was ich da schreibe. Und entsprechend muss das dann zugespitzt sein. Ja, vielen Dank, Heiko, nochmal für die Vertiefung dieses Themas und für diese kleine Facebook-Kontroverse, die ja sehr intensiv gelaufen ist, aber in der Verschriftung geht das dann immer so ein bisschen hin und her. Der eine hat es auch nicht richtig gelesen und der andere kommentiert nur gerade den, der vorher was gepostet hat. Dann geht es immer ein bisschen durcheinander. Deswegen nochmal dieses Interview, um das nochmal etwas präziser zu fassen. Vielen Dank. Und man sieht sich dann spätestens wieder bei irgendeinem, ich sag mal, Gespräch oder bei Bloggercamp TV, wo wir ja nicht mehr am Mittwoch 2015 senden regelmäßig, sondern das immer nach Vorankündigung machen. Dann wenn wir ein Thema haben mit guten Leuten. Und dann natürlich Kompetenzgespräche, das wird ja jetzt irgendwann wahrscheinlich Ende Januar richtig losgehen. Bei der CeBIT wird es eine ganze Menge geben. Ja, Heiko, vielen Dank. Bitte, ciao.